So, willkommen zurück bei The Tenants. Und ja, ich bin mal ein bisschen durch die Stadt gelaufen, beziehungsweise mit der Kamera umhergeschwungen und habe noch gefunden eine weitere Karte. Und es gibt hier so eine sammelbaren Objekte. Okay. Vermieterkoffer, Handtaschen. Es gibt da, glaube ich, noch ein paar andere Sachen. Das sind aber die, die ich jetzt erstmal gefunden habe. Gut, die Mieterherzen, die kennt man auch. Und man kann sich das Ganze auch im Handy angucken. Und zwar nicht hier, sondern hier. Sammelbare Objekte. So, unentdeckte Sets. Ich weiß nicht, ob das auf die ganze Karte, also auf alle drei Stadtteile gemünzt ist oder nur auf das hier. Aber angeblich sind hier irgendwo noch sechs. Bin jetzt tatsächlich mal relativ lange hier umhergefahren und habe keine weitere gefunden. Weiß auch nicht, ob die vielleicht in irgendwelchen Wohnungen noch versteckt sind. Wir werden es erleben. Und hier unten sieht man dann auch die wiederkehrenden sammelbaren Objekte. Bürgermeistermünzen gibt es noch. So. Ja, ich musste tatsächlich nochmal... Hier ist noch so eine Bürgermeistermünze. Musste tatsächlich nochmal neu starten. Also vom Punkt aus, wo wir die Verhandlung mit unserer Mieterin machen mussten. Dementsprechend habe ich jetzt auch Level 12. Weiß ich nicht, ob wir den letzte Folge noch hatten. Und ich glaube, ein bisschen mehr Geld haben wir. Und ich habe noch, ja, zwei Jobs angenommen. Damit wir unser Budget noch ein bisschen erweitern können. Aktuelle Aufgabe ist, dass wir die Ferry Street kaufen müssen. Es ist gerade nicht eine einzige Immobilie im Angebot. Deswegen passiert da gerade nicht viel. Ja, wir machen jetzt einfach mal hier das schnell. So, was ist er? Er hätte gerne altmodisch, aber nicht nobel. Das sollten wir doch hinkriegen. Warum steht denn hier so eine... Oh. Komische Dings drin. So. Duschkabine. Ja gut, da wird es mit altmodisch wahrscheinlich schwierig. So. Ah ja, es wird eng. Ach so. What? Da müssen wir erstmal einen Wasseranschluss hier reinsetzen. So. Jetzt geht auch alles. Die Duschkabine, warte mal. Lass uns nochmal bewegen. So, jetzt geht's auch. Geht's immer noch nicht. Ja, gut, jetzt ist das Fenster da verschwert. Aber das geht halt leider nicht anders. So, Toilet Paper. Ach, guck mal, jetzt gibt es auch wieder positive Sachen dafür. Na gut, ist ja nicht mein Bad. Ja, hier einen kleinen Mülleimer noch. Eine Wandlampe. Spiegel müssen wir wahrscheinlich... Nee, Spiegel müssen wir gar nicht setzen. Oh, hier ist kein Strom drin. So. Und eine Pflanze... Oh. Oh, stellen wir so einen vertrockneten Strauch in die Ecke. Und ein Gemälde. Da gibt es doch bestimmt altmodisch, oder? Nee. Gut. Wir haben alles. Job beenden. Oder abschließen. Babysitter läuft. Das läuft auch. Hier haben wir gleich nochmal eine Tasche. Nur nochmal ein bisschen Geld. Sehr schön. So, dann warten wir, bis das durch ist. Mann, jetzt gibt es einfach keine Auktion. Ach so, ja, da kriege ich nur den Hinweis. So. Gut, dann reparieren wir kurz mal den Fernseher. Nee, was reparieren wir da? Das Headset. Sehr schön. Und auch das erledigt. Cool, 5 Sterne.
So soll es sein. Bombele. 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 Schön. So. Neuer Job. Ja, gibt hier auch komplett Renovierung. Hier zum Beispiel für 6,8. Für Filmfan. Können wir so eine Komplettrenovierung machen. Oh, das ist aber eine sehr, sehr kleine Wohnung. Das sollte relativ schnell gehen. Vielleicht müssen wir noch die ein oder andere Wand setzen. Aber das sollte problemlos und schnell ablaufen. Ich muss wahrscheinlich auch ein Bad und sowas alles neu setzen. Ist ja hier überhaupt nichts. Nein. Naja, gut. Wie gesagt, ich glaube sowieso, dass das hier weg muss und hier ein Bad hin muss. Jo, sei klar. Gut, ziehen wir eine Wand. Bauen. Eine Tür, so. Küche. Ja, Alter, was man hier halt reinbasteln muss. Da ist nicht viel zu holen. So, was sind denn die Hashtags? Nicht Zen. Okay. Ansonsten zeitgemäß wär's. Gut, gehen wir durch. Böden. Okay, gibt's hier schon mal nicht. Teppiche schon. Wände kriegen wir hin. Ja gut, Fliese. Warte mal. Mal kurz mal zeitgemäß weg. Und ja, machen wir die hier rein. So. Achso, ich sollte eine Tür auch reinsetzen. Wände in Gelb. Badewanne soll hier rein. Oh. Was? Hausmeister und Bibliothekar, alles klar. So, jetzt nochmal hier Fliese und Wand gelb. Welche war das? Ich hab keine Ahnung. So, green. Eine Badewanne. Boah. Okay, da fehlt schon mal der Wasseranschluss. So. Mal die hier nochmal neu setzen. Boah, ey. Ganz ehrlich. Muss ich alles nochmal neu setzen. So, jetzt aber. Wandfarbe, gelb, grün und das passt. So, Badewanne. Toilette. Toilet Paper. Eine Klobürste. Kann man dazwischen setzen? Eine Saugglocke. Okay. Waschbecken. Kriegen wir hier drüben hin. Braucht wahrscheinlich einen Wasseranschluss, natürlich. Badezimmer, Spiegel. Können wir rüberhängen. Ein Läufer. Und zwei große Pflanzen. So. Küche.
Küchenspüle. Oh Gott, hier haben wir Hängeschränke. Die verkaufen wir erstmal. Gott, was ist hier vorne und hinten? Ja, hat keinen Wasseranschluss, alles gut. Kriegen wir hin. So, Küchenschränke. Und ein Eckschrank zum quasi abschließen. Ist der richtig? So muss er sein. Einen Herd. Da fehlt Strom. So, weiter geht's. Küchenschrank. Ach, Quatsch. Küchenschrank. Kühlschrank. Okay. Dann gehst du in die Ecke. Oh, kann ich den gar nicht bewegen? 5000 haben wir noch. Ein Küchengerät. Aha. Wasserkocher. Zack. Ein Mixer. Küchenwaage. Ja, können wir alles hier schön entspannt draufstellen. Kleiderständer. Regenschirmständer. Mann, Mann, Mann. So, TV-Schrank. Darauf ein TV. Wie viel Geld haben wir noch? 5000? Ja, fehlt Strom, I know. Ein Sofa. Okay. Naja. Brauche ich ein Bett? Eigentlich brauche ich kein Bett. Genauso wenig brauche ich hier den Spiegel übrigens. Couchtisch. Dann zwei Läufer. Ne, zwei Lautsprecher. Obwohl, da können wir die kleinen Dinger hier raufstellen. Ah, oh, sieht sehr schön aus. DVD-Spieler kommt unten rein. Hier DVDs. Na. Okay, Bücherregale. Ah ja. Und zum Abschluss Poster. Ja, ich habe noch irgend so ein Kleenet. Ja, komm. Sehr schön. So, dann gibt es noch Bücher für die Bücherregale. Ah, das sieht sehr geil aus. Gefällt mir wirklich. Wenn die. Oder auch noch. Und ein Audiosystem. Naja gut, wir stellen es mal. Wir stellen es mal hier rauf. So, warum zählt der Ventilator nicht? Achso, weil er keinen Strom hat. Okay, so, wir haben alles. Cool. Ah, doch, ein bisschen mehr mit Umbauen beschäftigt gewesen als gedacht. Oh, hier, die Ferry Street. Beginnt in 3 Tagen. Jo. 48.000 haben wir. Wir kriegen jetzt ja auch gleich nochmal richtig was dazu. So, apropos. Mann. Alter. Das ist jetzt das dritte Mal schon, dass sie ihre Miete nicht bezahlt und ich da hinterher rennen muss. Kurz vor der Aufnahme habe ich die... Wow. Schon mal dran erinnert. 5 Sterne. Geil. Sorry, ich werde mich so drauf fortkommen, drum kümmern. Na gut. Ein Haufen Ratten.
Dann wird der Onkel mal hier durchlaufen. So, 3 Stück ist nur. Nur. Yes, sehr schön. Erledigt. So. Tag der offenen Tür. Ah, man sucht. Keine Vorstrafen, kein Rentner und Programmierer. Und was? Zwischen 37 und 48? Alter, man sieht überhaupt nicht. Küche. Stufe 13. Keine Vorstrafen. Deborah Pons. Keine Vorstrafen. Gut. Nehmen wir. So, soll reichen. So, wir können. Achso, das ist die Bewertung. Ich habe gerade das Geld für den Zeitraum überwiesen. Na, immerhin. Geht ja mal ein bisschen fixer als sonst. Schalte mietbare Zimmer frei. Sehr gut. Dann kann ich nämlich WGs später machen. So, den Kollegen haben wir auch geschafft. Also hier den Babysitter-Job. Das haben wir auch geschafft. 5 Sterne. 280k auf der Kante. Sehr gut. Was? Ich habe eine Idee, mit der wir die Wohnung verbessern. Glaubst du, dass du der Sache gewachsen hast? Hast du letzte Nacht von Eurovision gesehen? Ich wette, dass ich mit den Amateuren messen kann. Installiere bitte eine Musikausrüstung in meinem Zimmer. Führe die angeforderte Renovierung durch. Ich muss mich beeilen. Also, sie hätte gerne einen Stuhl. Oder wir können ja einfach raufklicken. Also, Wände erstmal sowieso in gelb. Einen Stuhl. Speakers. Was? Schallschutzplatten? Okay. Wow, sie will ein Klavier haben. Ihr Ernst? Und ein Grammophon. Alter. Muss ich dafür nicht den Stuhl haben? Ja. Okay, so, bitteschön. Gute Arbeit. Der neue Look gefällt mir. So, aber jetzt erstmal ganz wichtig. Wir nehmen an der Terry Street teil. Look what we have here. This place doesn't look half bad. And if you play your cards right, it could be ours. Time to get ready for the auction. When hunting for a new property, you want to start by evaluating it so you know how much it's worth, give or take. To do so, just let me know what to look at, and I'll give you my expert opinion. Let's try it with this wall. Excellent. Now, let's do that with the other items and walls. Evaluate enough things, and I should be able to give you a rough estimate. We have to be quick, though. The auctioneer and other bidders won't wait forever. Wow. Das für eine Höhle hier. Also,
Also, remember, my calculations might be slightly off since the market constantly changes. Focus now. It looks like the auction is now underway. Time to get into the bidding action. The auctioneer will announce the opening price first, and then it's up to the participant. The other landlords will join and may either drop out early or push you past what the property is worth. It's up to you to decide whether you want to continue bidding or pass on it. No shame in that. It's fine if you... Okay. Das ist auch neu. Und kriege ich's weiter? Here we go. Finally got a place of your... Ach, ey, dass das immer wieder rein switcht. Reinkommt. Scheiße. Gut, wir haben es auf jeden Fall ersteigert. Ja. 1000 neue Sachen. Drone to fix up. I'm sure you'll do fine with this one. Just think of it as if it was your aunt's. Vermiete was? Vermiete eine Mühe, mindestens 2 Mieter. Verstehe ich nicht. Heizungskonfigurator. Also die Grundsachen haben wir, aber ich bin ja hier überhaupt nicht zufrieden. Allein schon mit dem Bad nicht. Also Toilette können wir vielleicht sogar so lassen. Aber was hier auf jeden Fall neu rein muss, ist eine Dusche. Eine schönere. Klobürste. Achso, steht schon daneben. Das können wir auch nochmal hier in die Ecke setzen. Und ganz ehrlich, Fußböden. Und Wandfarben können wir auch nochmal ein bisschen ändern. Schlafzimmer. Ah, Schlafzimmer. Schlafzimmer finde ich sogar gar nicht so schlecht. Also ist spartanisch, aber kann man machen. Wir können hier vielleicht nochmal. Hier ist eine Yogamatte, haben wir zwar schon, aber hier können wir zum Beispiel nochmal das hinlegen. Ja, da kann man auch noch irgendwelche Deko-Objekte reinstellen. Schon wieder irgendwelche Kerzen oder sowas. Pendumsuhr. Ja, gut, Küche. Ich hoffe, dass man da noch rankommt. Wo sind wir denn hier? Küche. Hier, Küche. Cocktails. Eine Whiskyflasche. Knabberzeugs. Mülleimer. Kriegt man den hier noch hin? Weil den würde ich wahrscheinlich dann eher hier hinsetzen. Ach, eine Küchenwaage steht da sogar schon. Okay. Sharp Mixer. So, das ist noch in der weißen Variante.
Ja, hier gibt man, sieht doch gleich viel schöner aus. Das auch. Den Teppich, ganz ehrlich, also den finde ich schlimm. Die Stühle und Tische könnte man eigentlich auch mal verbessern. Okay. Nee, warte mal, wo war denn der? Hier. So, warte mal ganz kurz umbasteln. Die Dinger sehen halt auch wirklich ganz schlimm aus. So, dann kann man nämlich hier mal die nehmen. Ganz ehrlich, den Teppich. Also, da wird es doch bestimmt auch was Schöneres geben, oder? Hier. Da ist ein Teppich, ja. Wow. Na gut, okay. Vielleicht in einer anderen Farbvariante. Hier. Ja, das sieht doch schon mal nach ein bisschen was Schönerem aus. So, dann bauen wir hier noch ein Schuhregal hin. Vielleicht das Ding kann man noch mal ein bisschen zur Seite schieben. Können wir hier nicht mal eine Kleiderstange hinmachen. Bettfotos. Bam bam. Wandgarderobe. Naja gut, die passt dann nicht mehr. Uhr haben wir. Hier können wir vielleicht auch noch Poster reinhängen. So. Gut. Dann würde ich sagen, war's das. Und wir machen den Tag der offenen Tür. Ja, ganze Wohnung, logisch. Fokus auf männlich. Nee, das ist mir eigentlich egal. Persönlichkeitstyp. Ach, was ist denn gerade im... im Dings drinne. Hausmeister und Bibliothekarer. Event starten, los geht's. 47 years? So, Alkoholiker. Hintergrundprüfung ist umsonst. Wow. Okay. Sie würde schon mal gehen. Er würde auch gehen. Muss halt nur noch jemand in diese Wohnung gefallen. Okay, die würden alle drei gehen. Aha. Okay, das läuft ja überhaupt nicht. Na doch, jetzt zufriedenstellen. Jetzt sind aber alle bei zufriedenstellend. Das ist sehr gut. Shit. Oh, komm schon. Na, komm. Sie startet schon mal gut rein. Dass sie bitte keine Vorstrafen haben. Sehr gut. Ah, das gibt's doch nicht.
zufriedenstellend. Ich glaube, ich nehme sie fast. Oh ne, jetzt geht's los. Oh, da sind wir weit voneinander weg. 2,850? Ja, komm. Nehmen wir. So, wunderschönen guten Tag. Was für eine schöne Wohnung. Ich versuche immer noch meine Aura nach dem Umzug zu regenerieren, aber ich bin sicher, dass sie stärker wird als je zuvor. Möge unsere Freundschaft für immer gedeihen. Namaste, Megan Evans. So, sie hat das Geld bezahlt. Ganz schnell annehmen. So, Immobile. Ja, können wir uns überhaupt gar nicht leisten. Und Fähigkeitenbaum haben wir auch nochmal ein bisschen bekommen. Gut. Ich drück mal den Pause-Button. Also, zweite Wohnung gekauft, zweite Wohnung eingerichtet, zweite Wohnung vermietet. Und so soll es auch sein. Zweimal Miete plus noch ein bisschen ja, Subvention macht die Bilanz im Monat von 7.200 für zwei ganze Wohnungen. Sehr gut. So kann es weitergehen und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bei The Tenants. Freue mich drauf. Bis dahin. Adieu, meine Lieben.